Kurz vor Ende der 18. Wahlperiode plant die Große Koalition einen der größten Anschläge auf die Grund- und Freiheitsrechte in den letzten Jahrzehnten. Es geht darum, staatliches Hacking, sogenannte Staatstrojaner, zu einem Alltagsinstrument der Ermittlungsbehörden zu machen. Und jeder weiß, was heute auf einem Smartphone zu finden ist. Fotos, Kalender, man kann sozusagen das ganze Leben eines Menschen dort staatlich ausspionieren. Und wir sagen, das geht nicht. Das ist ein schlimmerer Eingriff in die Grund- und Freiheitsrechte übrigens als der große Lauschangriff, der schon schlimm genug gewesen ist. Und der zweite Skandal ist wirklich, dass dies mit Verfahrenstricks der Großen Koalition gemacht wird. Es wird nebenher so durch das Parlament geschoben. Es gibt kein ordentliches Gesetzgebungsverfahren, um sich mit dieser Materie auseinanderzusetzen. Wir als Linke sagen klar nein. Es reicht langsam. Wir müssen den Weg in den Überwachungsstaat endlich stoppen. Und besonders bedauerlich ist, dass die SPD mal wieder den Hardlinern der CDU/CSU dabei verhilft, ihre Überwachungsfantasien durchzusetzen. Es ist wirklich ein Trauerspiel. Es ist Zeit für eine neue Bürgerrechtsbewegung. Geben wir die Grund- und Freiheitsrechte, die bitter erkämpft wurden, nicht leichtfertig auf. Und dafür muss diese Große Koalition abgewählt werden.